Hallöchen, ihr Banausen da draußen, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde LS15 auf der Map Volksheul mit dem lieben Schwarmboy zusammen. Hallo. Hallo, Banause. So, ich geh mal tanken, abtanken. So, und ich habe jetzt gerade noch die Wiese fertig. Dann schnappe ich mir mal den Schwader. Und dann können wir nämlich das Gras in die Futtermischstation haben. Und unsere Silage ist auch fertig, das heißt, wir können dann Ding produzieren. Mischfutter. Genau. Mischration. Genau. Ich gerade mal kurz habe ich den Mistzeug drin, da haben wir noch Silagefräse. Der ist ja schon voll, der eine. So, Nummer 1. Können wir da einen Traktor dazu kaufen, wo wir die einfach dranhängen lassen, den Anhänger? Können wir machen eigentlich, ne? Bau nicht immer da. Müsste es aber du machen, weil ich habe kein Geld mehr. Warte. Reicht das? Kannst du selber kaufen. Reicht das? Ey, was weiß ich, was für einen Traktor du kaufen willst. Ein kleiner halt. Ich nehme mal so einen Anhänger mit. Fliegel. Ja. Oder? Ja. 32.000. Ja, komm. Und den können wir auch zum Häcksel dann hernehmen. Steht alles unten? Ja. Dann hole ich das mal. Ich gehe mal kurz Schwade. Eigentlich ist der Traktor ein bisschen schwach, richtig, aber haben wir bis oben am Hof rumfahren mit dem. Soll es eigentlich kein Problem sein. Ja. Daher. Ja. Da ist er, am Schwaden. Am Ausfahren ist er. Jo. Jetzt kriegt sich mit 15 km/h hoch. Na ja gut, das war klar. Ich hätte das mal noch 40 PS oder sowas. Weil, wie gesagt, auf dem Hof rum reicht der. Ja, sicher. Da mal ein bisschen Silage rum und umschieben, das. Die war fertig, hast du gesagt, ne? Die war fertig, ja. Dann schauen wir doch direkt mal. Wir arbeiten immer mit Vorgewinde, wie sie es gehört. Bin mir sicher. Da ist er. Was? Oh, große Nachfrage. Biomasse jetzt war Hackschnitzel. Wenn ich schlecht verkaufen fahre. Ja, muss ich mal gucken, wie viel haben wir. Wie viel habe ich denn noch da dran? Also oben im Hof sind über 50.000. Ja. Sägewerk sind gerade noch, ja gut, auch fast 9.000 noch, was? Achso. Saatgut. Saat-Dingenskirchen voll. Ja, das macht nichts. So. Ist ja gleich untergegangen, den Händler. Das Biomasse hält's heute. Ja.
Was gibt's denn überhaupt für einen Preis? Moment. Max-Schnitzel. Oh, 3700. Okay. Doch ein schöner Preis. Gibt 160.000. Das ist, was im Hof steht. Oder liegt. Viel mehr. Ich komme sofort wieder. Ich komme. Ja, kein Problem. So. Also ist halt auf einem Mittag in der Aufnahme, ich kann öfter noch was dazwischen kommen. Aber wir sind halt einfach aufnehmen, wenn der Zeit hast dazu. Ich denke aber, dann gleich wieder kommen. Dann geht's bei mir mit die Arbeit weiter. Ich bin am Samstag, muss der auch wegrennen, als dann auf einmal dann habe ich so klingelt hat, wurde gar nicht damit rechnen. Wobei eigentlich sollte ich ja damit rechnen, weil wenn ich aufnehmen will, dann klingelt es immer. Das ist einfach so. Ich weiß nicht warum, aber das. Ups. Eine schlechte Wende. So. Naja, mit ein bisschen gutem Wille hat es gereicht. Oh, mein Gott. Entschuldigung, ich muss mal kurz an die Tür. Ja, kein Thema. So. Ach, du bist wieder rein. Bist du jetzt schon weg gewesen oder gehst du jetzt erstmal? Ich war schon. Ach so, okay. Deswegen habe ich ja gesagt, ich komme sofort wieder. Ah ja, das wussten wir nicht, was. Da meine Frau nämlich am Schlafen ist mit dem Kurzen. Ah, okay. Am meisten ist ja dann so, dass da irgendwas ist dann. Ja. Wenn du es nicht brauchen kannst. Wie bei mir am Samstag ja auch. Ja. Ja gut, da war jetzt nichts Schlimmes eigentlich. Ja, bei mir war es auch keine Zeuge Jehovas. Nee. Die schellen ihn nicht. Hoffe ich. Haben die Shell-Verbot. So kann man es ausdrücken, ja. So. Dann schnappe ich mir mal den Anhänger und dann packe ich die Hackschnitzel mal da rein. Ja. Und ich kann gleich nochmal Meter schrauben, wenn ich fahre mit Schwader hier. Den Silage-Ding habe ich voll. Den Anhänger. Oh, jetzt ist der Lack verkratzt. Wenn das der Vater sieht. Eieieiei. Dann ist was los. So, noch fixes Vorgewende und dann haben wir es. Fahren wir das Gras auch gleich hoch in die Station und dann können wir auf jeden Fall Mischrationen produzieren. Ich denke, wir machen es erstmal nur da, da wir ja noch keine Kühe haben, brauchen wir noch nichts wieder jetzt auch nicht anschmeißen. Ja. Alles auf einmal können wir sowieso nicht machen, wenn ich merke sehr. So, noch einmal das Vorgewende. Und dann, wie gesagt, nach Holis gleich noch schnell. Nach der Lederaufruck. So. Hackschnitzel. Na, Schnitzel wäre jetzt auch nichts Dummes. Ich habe Hunger gekriegt. Scheitelholzpalette leer. Das ist aber ärgerlich. Danke, Benjamin. Jetzt habe ich Hunger gekriegt. Ich habe auch Hunger. So irgendwie so ein bisschen. Das Frühstück ist schon ein bisschen leer. Ja, das stimmt. Da
Dann haben wir jetzt aber Lust auf Schnitzel. Irgendwie. Ja, ich habe noch Cannellonis hier von gestern. Das ist gleich, sagst du jetzt. Ich habe noch Bio-Schnitzel da. Kein Schwein sein. Nicht Bio-Schnitzel, ich habe mal vegetarische. Ja, ich weiß, die Weizenschnitzel da. Die schmecken aber nicht. Weißt du, Tofu schmeckt erst, wenn es durch das Sohn mache ich ihn vorher mit. So, machen wir die Schranke auf hier. So. Hier, Freunde, habt da ein bisschen Hackschnitzel. Jetzt reiche ich mal die Kohle rüber hier. Aber echt jetzt mal. Ich fahre Barbitre jetzt mit 22 hier hoch. 20, 19 mit dem großen Johnny. 17, 16. Jetzt schon extrem Luft. Na, da ist doch der Kontostand mal wieder. Im Plus. Schon wieder besser aus. Ja, ich im Plus. So, da war die erste Fuge. Dieses war der erste Streich und der zweite folgt zugleich. Ja. Wenn ich dann da bin. Und wieder aufgeladen habe. Das ist eigentlich richtig schön, dass hier die meisten Sachen so ziemlich in der Nähe sind, ne? Das finde ich cool. Dass du dann nicht halt so ellenlange Wege hast oder sowas. Ach, guck, das ist der Limmerfahrer, sind auch cool los. Lässt du mir heute in voller Karre hier stehen? Was? Ja doch, die so eine Textur fällt mir echt. Richtig gut aus. Wenn wir mal beide abtanken. So. So etwas über 20.000 sind noch da. So, unser Lager ist leer. Hier ist natürlich die Frage, was machen wir mit denen im Sägewerk zum Anhänger, wo man steht und dann einfach hochfahren zum Hof, zum Einlagern, oder? Die Hackschnitzel meinst du, oder was? Ja, die Frage ist, brauchst du so viel Hackschnitzel zum Heizen, wie du produzierst? Oder produzierst du einen Überschuss? Das ist die Frage. Ich glaube, wenn dann nur wenig Überschuss. Okay. Muss ich sagen. Okay. Aber muss ich mal beobachten, wie sich das verhält da. Und wenn man probiert, ohne den Stroh zu lagern und mit Stroh zu heizen, wäre billiger, aber. Wir kriegen das platzierbare Ding da nicht hin, ne? Genau. Ich habe jetzt alle nächste Achtzeit irgendwie zum gucken, ob ich irgendwas anderes finde. So. Ja, das ist so eine schöne. 118.000 ist so was Schönes. Hast du? Mhm. Ich habe noch 28. So, da haben wir schon wieder gut Geld. Ja. Irgendwie haben wir immer Geld hier, ich weiß auch nicht. Ja, echt, ne? Ja. Am Anfang war es noch ein bisschen schleppend, aber jetzt so, muss ich sagen, war relativ gut Geld. So langsam ein bisschen Angst. Dass wir immer so viel Geld haben. Und wo ist die Anlage? Info Biomüll leer, okay. Ja. Kann ich jetzt aber gar nichts machen, weil ich davon glaube hier habe. Naja. Ist jetzt ja auch nicht ganz so weit. Ist ja jetzt nicht so schlimm. Wenn jetzt aber im Betrieb leer läuft, wenn man gerade was anderes machen, dann ist es eben auch so, mein Gott.
Richtig. Es ist ja wirklich nur ein Verarbeitungsbetrieb, der Geld bringt. Es ist ja nicht so, dass jetzt ein Betrieb wäre, der irgendwie andere Betriebe zuarbeitet oder so. Genau. Den Sägewerk, da steht halt dann alles gleich still, wenn Sägewerk leer ist. Zum Beispiel, ja. So. Also da kann dann eigentlich alles raus, gell? Wo ist dem Feld hier? So, dann fahren wir mal den Anhänger zur Mischstation da oben. Ja, und dann komme ich gleich mit dem Gas noch und dann... Genau. Dann machen wir die erste Fuhre. So. Und dann läuft's. Haben wir jetzt schon. Der zweite Viehbetrieb quasi in Bearbeitung. Oder auf 100% dann wahrscheinlich ernährt. Genau. Weil die Mischration drin ist. Ja, und vor allen Dingen, wenn du den dann, ich sag mal, dann ist ja im Prinzip der nächste auch schon wieder im Gang. Dann ja, klar, der ist ja auch einfach so ein Zuarbeitungsbetrieb. Genau, weil der nächste ist ja dann die Eierlegestation im Prinzip. Da bin ich ja mal gespannt, ob die Silage wird hier nicht angenommen. Warum nicht? Da bin ich wahrscheinlich ein falscher Trichter. Achso, ja, dann mach es sein. Ah, jetzt. Bitte. So, kippe mal aus. Wow. Manometer. 64% schon voll, ey. Krass. Kannst du mal noch mit dem Meter abtanken, gell? Ja, sicher. Natürlich. Man steckt wieder ein in Johnny, der ist ruhiger wie draußen. Ich frage mich gerade, warum der eine Mähdrescher da steht. Weil ich den nur zur Hälfte abtanken konnte, weil dann der Anhänger voll war. Okay. Der, wo jetzt, weil einer voll war, dann der noch halb voll, oder wie? Ja, eben, der eine steht hier nämlich, der macht nicht weiter gerade. Ach so? Deswegen wunderte mich das jetzt. Vielleicht steht er in dem Eck dran und... Der steht mitten im Feld. Hä? Na, vielleicht ist der noch weitergefahren wegen dem Abtank, weil ich nicht ganz abtanken konnte. Und dann könnte vielleicht auch sein. Dann, ja, ich tanke den jetzt mal ganz einmal gucken. Probieren wir mal, ja. Na komm. Das kann natürlich sein. Schauen wir mal. Nö. Fährt trotzdem nicht weiter. Dann machen wir eine Helfer außen wieder rein. Ja, die Frage ist, reicht das mit dem einen jetzt nicht sogar? Das ist ja nicht mehr viel, oder? Fährt der jetzt weiter? Wenn es reicht, dann reicht. Ich glaube, das reicht, oder? Okay, ich weiß nicht, ach, der hängt fest. Mit. Die Reifen, die nach vorne drehen durch. Ah, okay. Lustigerweise. Ne, ich glaube, das reicht, oder? Ja, also dann fahren wir weg. Wie viel hat der? 11 Punkte, doch, da müsste reichen. Ja, wenn irgendwann laufen sie eh auch dann drauf. Ja. Fahr ich den mal an der Seite. So. Ne, fahr gleich in den Hof. Achso. Ja. Fahr gleich in den hingehört, in den Stall rein. Dann fahren wir doch mal kurz in den Hof. Was Laufräume hier, wenn ich mal alles umstehen lasse hier, furchtbar. Boah. Hallo? Ich weiß, ich bin aus, aber ich räume es dann auch irgendwann mal raus. Ich räume es auch weg. Wann? Hab ich doch, hast du nicht gesehen? Guck mal, die Ladewagen, die ich benutzt habe, alle, die standen da drunter wieder. Ja, wer hat's gesagt? Was? Nix. Du hast ja nichts gesagt, das habe ich so gemacht. Ich habe ja auch nichts gesagt, ich habe gesagt nichts. So, dann kommst du mal hier hin. Schön unterm Dach, in den Schatten. So. Wolltest du nicht jetzt hingefahren, hast du den Mehrwerk, oder?
Da ist nicht Wasser drüber. Nö. Da muss ich ihn immer abstellen. Also da, wo die Schneidwasser liegt. Ich weiß gar nicht, da liegt, glaube ich, gar nichts dran gerade in dem Ding. Naja. So, dann schmeißen wir mal die Milchstation an. Ja. Frage. So. Ah, jetzt geht's doch. Und nicht gleich so. Doch, Mischstation funktioniert, produziert. Ja, so schön. Hat man gewaschen, hat man gedämpft. Nein! War nicht passiert. Nicht ganz leer gekriegt das Silo. Aber du kannst die Folge schon wieder beenden. Okay. Na, würde ich sagen, bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut beim nächsten Mal rein, wenn es weitergeht. Bis dahin bleibt uns gewogen, hinterlasst die Bewertungen von meinem Haus. Schaut beim Banose am Kanal vorbei, Link wie immer in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich danke euch. Tschüss. Tschüss.